Also was man hier macht, ist halt Wasser. Erwin Huber, 67 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Breisbach ist meine Heimat. Da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da habe ich ministriert in der Kirche, da habe ich geheiratet und da ist meine Familie, das gehört zu meinem Leben, gibt mir Stabilität, gibt mir Bindung und sicherlich auch Standfestigkeit und die niederbayerischen Tugenden, die, glaube ich, sind schon bewährt, auch in der Politik. Hubers Werdegang beginnt in der Kolpingsfamilie und Jungen Union. Mit der CSU initiiert er bereits in jungen Jahren ein Volksbegehren. Ich bin also jetzt mehr als 35 Jahre Parlamentarier in Bayern und habe daneben noch einige schöne, große, verantwortungsvolle Positionen inne gehabt. Auf die Berufung zum Generalsekretär und in die Staatsregierung folgte 2007 die Wahl zum Parteivorsitzenden. Das Wichtigste war sicherlich, Bayern zu einem modernen und sehr erfolgreichen Staat weiterzuentwickeln. Derzeit ist Huber im Landtag als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses tätig. Themen, an denen ich unmittelbar mitwirke, sind sicherlich der Breitbandausbau und natürlich die Energiewende.